Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, wieder auf der Slovak Village im Projekt der Senioren. Und ja, ich habe euch angelogen beim letzten Mal. Ich habe gesagt, wir ernten heute. Ich weiß auch nicht, ob wir dazu kommen. Jetzt fahren wir jetzt Hackschnitzel weg. Wir haben alle noch was zu tun. Auch nicht verkehrt. Und dann gucken wir uns mal an, ob das funktioniert mit dem Zug wegfahren, die Hackschnitzel. Wir werden die mal gegenüber reinfahren. Wir haben einen kleinen Radlader gekauft. Und der Heiner sucht den Weg mit dem Radlader zum Sägewerk. Ich bin mal gespannt. Und Heiner, bist du guter Dinge, dass du den Weg findest? Selbstverständlich. Ach, ein leichtes, lieber Mario, ein leichtes. Wie kannst du dich erdreisten, eine solche unverschämte Frage zu stellen, du junger Bengel? Überlege mal, die Zuschauer würden dich jetzt mit E-Mails überfluten. Warum? Ja, weil du mich so zurechtweist, weil ich das nicht könnte. Ach nein. Ich muss aber noch die Leute vorstellen. Heiner ist da, das habt ihr schon gehört. Willi und Peter sind auch da. Hallo. Hallo. Moin, moin. So, und hier ist nämlich... Ich würde behaupten, das ist so eine Station, wo man hier Hackschnitzel abkippen kann. Das ist doch... Ja, natürlich ist das soweit. Das heißt, man muss die auch irgendwo wieder verkaufen können. Aber hier kann man die auch auf der anderen Seite ausleihen. Das ist ja witzig. Naja, wir gucken mal. Bist du schon da, Heiner? Ja. Dann komme ich schon mal zu dir geflogen. Willi hat mich den Weg gezeigt. Nicht, Willi? Hab ich das? So, guck mal, jetzt treffen sich auch die MB-Trucks mal. Dann immer ein bisschen zügig um die Kurve. Ah, kann der MB-Truck ab soweit. Ja, und hier, liebe Zuschauer, seht ihr das, was wir gekauft haben? Einen kleinen Radlader. Boah, jetzt sag mir nicht, die Schaufel ist zu breit für die Ding da. Nein, kriegen. Nur er lädt nicht irgendwie von unten auf, sondern muss nach oben fahren. Nee, ich glaube, dass die Schaufel rechts auf der Betonplatte aufliegt, deswegen, oder? Also mit der kleinen Schaufel konnte ich unten aufladen. Ach, das war interessant. Ist ja auch voll. Ja, mit einer vollen Schaufel. Da lädt er nicht weiter auf. Sie können da runterfahren, Herr Chef. Herr Chef, ja. So höre ich dann am liebsten. Fühlst du dich wie auf deiner Arbeit, ne? Ja. Obwohl die meistens nicht Chef sagen. Geht das alles rein da? Warte, bist du ein Stück zurück und die Schaufel ein bisschen höher. Ja, so ein großer Radlader, der interessiert das nicht. Wir sind doch in einem Spiel. So, tschüss. So, jetzt werden wir hier mal eben den... Oh, jetzt haben wir da ein bisschen hart eingegangen. Aber es geht, wir kommen hier noch rum. So, ich fahre dir einfach nur da vorne rüber, Heiner, und dann komme ich direkt. Oh, eigentlich ist schon ein Witz, ne, dass du mehr in die Schaufel reinkriegst, als ich mit diesem Anhänger hier wegfahren kann. Aber du kannst die Schaufel ja schon mal wieder voll machen. Ich versuche es, ja. Wir können ja direkt mit der Schaufel hinter dir herfahren. Ja, kann er auch machen. Du. So. Halt einen Meter zu breit, Heiner. Die ist auch ein bisschen echt. Hat schon wieder einer auf hinten auskippen gestellt. Ah, Willi geht Baumstumpf fräsen. Heiner, ich bin sofort wieder da. Dauert nicht mehr lange. Ja, bei mir aber.
Ich glaube, die Schaufel ist zu groß, Mario, für diesen. Meinst du? Kannst du aber gleich mal ausprobieren, wenn du möchtest. Oh, ich gerne. Groß gerne, Mann. Du bist ein Triggerfachmann. Ja, suchen. Ich bin ein großer Triggersucher. Ey, guckt nicht alle so, ihr beiden. Ich stehe hier rum. Das stimmt, ich sehe es. Unglaublich. So, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Das ist ja unfassbar. Aber sag mal, das müsste doch eigentlich genau da rein. Das müsste doch eigentlich ja, richtig genau reinpassen, oder? Aber die hat tatsächlich irgendwie ein bisschen breite Kollision, ne, oder? Na, weiß nicht, ob eine Seite von dem Dings vielleicht ein bisschen zu. Mal gucken. Ja, irgendwas hat hier etwas breitere Kollision. Ist natürlich ein Problem. Also, weil der Radlader war genau dafür gedacht. So, vielleicht mal oben erstmal abnehmen. Aber irgendwie, tatsächlich so, das ist hier von den Betonwänden rechts und links, ne? Hallo, Detlef. Hallo, Detlef. Also, das sieht man auch, dass der sich hier gerade hochschiebt. Na, der quält sich so ein bisschen irgendwie. Aber jetzt ist er drin, oder? Ja, die Schaufel ist auf jeden Fall jetzt gerade voll. Aber irgendwas hat da Colli hier. Alter, ich komme da direkt mit dem Radlader hinterher. Düse mich an. Ich stoß da nicht dran. Ach, Hälfte vorbei. Ja, ja. Nehme ich gleich auf. Bei dir geht ja sowieso nicht so viel rein. Wo muss ich denn überhaupt hin jetzt mitnehmen? Hier gegenüber, einmal über die Schienen rüber und auf die andere Seite, da ist so ein Abladeträger direkt an den Bahnschienen. Hier geradeaus links oder wo? Nee. Zu deiner Rechten sind die Schienen und da hinten, wo auch dieser Verladekran ist fürs Holz. Ich drohe da mal eine Synchro an. Ja, tue er so. Du kannst den Zuschauern auch noch eben Hallo sagen. Nee, mach ich nicht. Warum nicht? Nein. Ja, aber das sind liebe Zuschauer. Ja, weiß ich nicht. Doch. Echt? Ja. Oh, ausnahmsweise. Hallo, liebe Zuschauer. Also, liebe Zuschauer, alle, die lieb sind, Kommentar unten reinschreiben, ne? Ich bin lieb. Hashtag ich bin lieb. Ach du Schande. kann man auch mal machen. Klar kann man das machen. Da haben wir sie. Da kommt der Dema Detlef. Da trinke ich mir ein Schlückchen. Ja, und ich gehe mal im Counter. Detlef, wir haben was gekauft, was dir sehr gefallen wird. Ich weiß. Wie du weißt. Ihr kauft immer tolle Sachen. Ach so. Warte, Detlef, ich steig aus. Ach nee, da sitzt der Chef drin. Nee, Quatsch. Aber wirklich ist... Kann gut sein. Ist denn das ein, weiß warum? Doch, weil du den am liebsten magst. Ich glaube nicht. Meinst du? Ja. Ich wüsste nicht, dass wir irgendwas gebraucht hätten. Ach, ich weiß aber, dass wir was brauchen. Und jetzt muss ich hier auf die Rampe rauffahren. Ach ja, genau, auf die Rampe rauf. Aber das hier mit dem Triggern ist tatsächlich ein Problem. Dein Glücklichsein fängt mit V an, Detlef. Und endet mit O. Warte, mach das mal anders. Er hat nämlich tatsächlich manchmal so einen Tricks. V und O? Ein Volvo. Ach ne, da kommen wir auch nicht dran. Den Radlader. Mhm. Oh. Ein bisschen schief dran. Wir hätten uns lieber den Obsthof anlachen sollen. Was denn machst du verkehrt hier? Nein, Detlef, Heiner, das verstehst du falsch. Detlef freut sich innerlich. Ach so, ja. Hab ich ja nichts von. Ich werd ihn ja nie benutzen. Warte, Stab, ich bin hier. Oder zumindest sehr selten wahrscheinlich.
Aber ich dachte, du hattest noch Förderbänder gekauft. Ja, wir brauchen jetzt auch bei den Hackschnitzeln für das Holz die Hackschnitzel da wegfahren. Und haben dann gesagt, dann machen wir jetzt Nägel mit Köppe. Unser wichtiger Steinbruch braucht einen richtigen Radlader. Dann können wir auch mal ratzfatz die Trigger da leer fahren. Dann machen wir gleich mal eine Runde. Das sind die Leute, die selten auf der Karte sind. Man ackert und ackert und ackert, ne? Ja, genau. Wir haben aber so geguckt, dass wir die 12 noch kaufen können. Oh, oh, oh. Wichtiger ist der Obsthof. Der Obsthof? Wie kommst du denn auf den Obsthof? Ganz einfach, weil wir jede Menge Leerpaletten haben und du brauchst in den Obsthof nur Leerpaletten und Wasser bringen. Und dann kriegst du Äpfel, Pflaumen, was weiß ich, da Orangen, gemachige Tue und das kannst du dann fein verkaufen. Ja, das ist ein cleverer Ansatz, das können wir doch machen, oder? Was kostet denn der Obsthof? 220 oder so, 230, irgendwie sowas in den Dreh, glaube ich. Oh oh, denk dran, es wird Winter. Das heißt, wir können da kein Obst machen, oder was? Das weiß ich nicht, ob es im Winter geht. Ich denke nicht, dass. Ich gehe davon aus, dass es im Winter gehen wird. So nicht, der Obsthof ist eine andere Klimazone. Der kann das. Da sind auch Gewächshäuser auch dann da. Ja, ja. Ja, aber die Gewächshäuser, die brauchen extra, die brauchen auch noch Mist und Diesel. Also laut diesem komischen Menü da. Brauchst das nicht. Nee, Obst nicht, aber die Gewächshäuser, da ist Gemüse. Das sind zwei Paar Schuhe. Heiner, ich komme da tatsächlich nicht weiter rein. Also werden wir uns irgendwie nochmal was anderes einfallen lassen müssen. Ich schütte jetzt hier die 20.000 Liter nochmal da rein. Das ist schwer, ne? Ja, ich habe jetzt versucht, so ein bisschen seitwärts da noch ranzukommen, aber irgendwie ist das noch nicht so optimaler Natur. Aber okay. Was mich auch freuen wird, wenn wir gleich vorbereitet haben, dann können wir gleich eine Runde spulen und ernten. Sag mal, gab's nicht von dem, ist das der aktuelle Volvo? Gab's von dem nicht eine Version, wo die Spiegel korrigiert waren? Kann ich euch nicht sagen. Ich meine, das war so. Naja. Da wir die ja jetzt Gott sei Dank die Sicht und die Wege zum Steinbruch freigemacht hat, können wir jetzt hier mal schön über die Wiese juckeln. Boah, ist aber doch durchaus ein fordernder Weg hier. Komm ich hier jetzt echt nicht hoch? Das wäre verrückt. Naja, fahr weiter vorne, wir müssen ein bisschen Holz hier wegschieben. Was ist denn dieses Orchard hier vorne? Weil da war ich nicht dran. Da ist Wasser und Paletten. Ja, das ist vom Obsthof auch. Das ist ja das Obst. Aber wie gesagt, Gewächs, also Gemüse hier, Tomaten und sowas, das gibt's halt dann in den Gewächshäusern. Was wäre denn die Frage, ob es dann wirklich was tut im Winter auch, ne? Obst? Oh, ich denke schon. Obwohl tatsächlich, die Modder können per Skript an die Season ran. Also die können das beeinflussen. Ja, und wenn es das nicht tut, Detlef, dann verkaufen wir das Ding wieder. Ich ärgere mich jetzt gerade, dass wir gestern ein halbes Feld kein Stroh gemacht haben. Weil? Ja, mit dem Stroh hätten wir Mist herstellen können. Wenn ich gewusst hätte, dass wir Mist brauchen. Ach so, für die, ja, stimmt. Denn unsere Viecher sind ja nicht so mega ergiebig. Ah, das kommt noch alles irgendwann. Aber Dünger haben wir auch erstmal nicht genug, können wir eh nicht mehr gebrauchen, so viel. Das heißt, wir können dann Mist da noch einfach stumpf in die
Kommt da noch Kompass aus die andere Seite, Detlef? Das ist eine gute Frage. Ich würde fast, naja, das sieht nach Häckselgut oder so aus. Irgendwie sowas. Und Symbolen, aber da bin ich auch mal überfragt mit diesen Symbolen. Wo kommt das raus? Von der Seite vom Gewächshaus. Das ist tatsächlich Häckselgut, was da rauskommt. Diesel muss ja auch noch her. Oh. Also ist quasi Bioabfall. Diesel brauchen die ja auch. Ja, aber Dieselfass haben wir hier oben beim Steinbruch. Da brauchen wir jetzt nichts organisieren. Das können wir dann entsprechend da mal hinfahren. Mhm. Aber da müssen wir sowieso an die Tankstelle einen Traktor relativ oder einen einfach lange stehen lassen. Dauert eine Stunde, bis das Ding voll ist. Wo steht das denn zurzeit, das Dieselfass? Am Steinbruch. Steinbruch? Ja. Ist da noch ein Träger über, den man benutzen kann, oder muss ich da mit dem Träger hinkommen, um das wegzuziehen? Da ist, also hier steht noch ein, ja, der Deutsch steht halt hier, ne? Ja, dann komme ich mit dem Traktor. Ja, wir auf dem Hof einen haben. Ja, hier muss ich auch noch mal ein bisschen mit an dem Träger eine Bodenfläche machen, damit man da besser dran kommt. Das ist ja gruselig hier. Geht da nicht besser? Ja, doch, der hat einen weiteren Einzugsträger. Also bei den anderen, aber hier in der Ecke, das funktioniert überhaupt nicht. Aber ich habe unten zum Beispiel, hatte ich ja bei den Kiesdinger, habe ich ja den Boden ein bisschen gesenkt und dann kommt man auf einmal besser da dran. Obwohl ich auch glaube, dass der Kies, der ist ja auch schon relativ voll, der Träger, ne? Ich glaube, das Förderband läuft doch gerade nicht. Wahrscheinlich, weil der voll ist. Mal gucken. Er tickert noch, aber zeigt es nicht mehr an. Hier läuft es noch, was hier mit? Ah, okay. Ja, der läuft jetzt auch wieder. Aber 250.000 Liter haben wir da gleich drin. Muss man mal eben gucken. Ja, 250.000 ist voll. Das heißt, wir müssen früher oder später tatsächlich überlegen, ob wir den Kies nicht irgendwie wegfahren wollen. Aber liebe Zuschauer, das werden wir in der nächsten Folge mal klären. Und dann gibt es aber wirklich mal ein bisschen Ernte. So lange warten wir dann, bis wir da ernten können. Wollen wir denn noch Paletten gleich zum Obst fahren? Ja, ne? Aber das machen wir, wenn ihr nicht dabei seid. Ne? Wir fahren einfach nur Paletten zum Obsthof. Keine Zauberei. Wenn ihr nicht wisst, wie das geht, dann guckt euch die Mod-Vorstellung von der Karte an. Da haben wir das auch gemacht. So, und dann können wir noch Tschüss sagen. Tschüss. Tschüss. Tschüss, gutes Nächtle. Und auch von mir alles Gute. Bye bye und ade.